die kategorisch ausgeschlossen wird. Schauen wir uns selbst den Artikel 5 des NATO-Vertrags zur Zeit des Jugoslawien-Konfliktes einmal an. Dieser besagte Krieg nur, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, also zur Verteidigung. Schauen wir ins Grundgesetz. Dieser Krieg war grundgesetzwidrig, weil der Artikel 26 Absatz 1 Artikel 87a Grundgesetz Angriffskriege verbietet. Schauen wir ins Strafgesetzbuch. Da werden Angriffskriege unter Paragraph 80 unter Strafe gestellt. Ohne Mitgliedschaft in der NATO wäre unser Land nicht in dem Dilemma, in dem es die Blockparteien, also Sie, hineinmanövriert haben. Und darum unser Antrag mit Bitte um Ihre breite Unterstützung: raus aus der NATO, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von 60 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Lochner-Borst von der Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was wir hier gerade anhören mussten, hat die NPD selbst bereits vor einigen Monaten zum 60. Geburtstag der NATO wie folgt zusammengefasst und veröffentlicht. Ich zitiere: Die NATO ist eine feige Schlachtmaschine, gesteuert von US-amerikanischen Weltbrandstiftern, die alle übrigen Mitgliedstaaten zu willfährigen Handlangern machen, und hinter allem steht Israel. Zitat Ende. So eine Pressemitteilung der NPD vom 31.03.2009. Dazu fällt mir nur ein: Verschwörungstheoretiker aller Länder, vereinigt euch. Der heute vorliegende Antrag und mehr noch die eben verlesene Rede sind Köpfen entsprungen, die sich ständig neue Weltverschwörungstheorien ausdenken. Ich hoffe, die Herren, dass Sie wissen, wohin Weltverschwörungstheorien führen. Aber ich sage es Ihnen auch gerne: zur höchsten Form der Paranoia. Und Menschen, die davon betroffen sind, gehen irgendwann... Menschen, die davon betroffen sind, Herr Bormann, gehen irgendwann an ihren eigenen Gedanken zugrunde. Sie sind kurz davor und ich empfehle Ihnen ganz dringend professionelle Hilfe. Danke. Danke, Frau Lochner-Borst. Das Wort hat jetzt noch einmal der Fraktionsvorsitzende und Abgeordnete der NPD, Herr Pastörs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ganz dankbar, dass die junge Dame sich hier so desavouiert hat. Sie hat versucht, vom Thema abzulenken. Es ist ihr nicht gelungen. Und deswegen möchte ich mich wieder beziehen auf eine Sachlichkeit, auf eine Tatsache, die wir leider zu beklagen haben. Wir haben Krieg in der Welt. Wir haben Leid in der Welt. Und dieses Leid entspringt nicht irgendeiner Paranoia, die vielleicht sich bei Ihnen im Gehirn eingenistet hat, sondern das ist die Realität in der Welt. Und das ist sehr stark zu beklagen. Nichts als gewohnte Hasstiraden auch von Ihrer Seite, das kennen wir. Aber da wären die Äußerungen des CDU-Mitglieds im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages Wimmer, die waren da schon qualifizierter, als er forderte, aus der NATO auszutreten, CDU. Weil das Militärbündnis, ich zitiere, mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland nicht vereinbar sei. Und wenn, wie geschehen, die kanadische Regierung die Frage stellt, was wollen die Deutschen denn noch in der NATO? Was hat ein Land, das militärische Einsätze hasst, in einer militärischen Allianz zu suchen? Dann sagen wir von der NPD: Recht haben Sie, gar nichts haben wir mehr in der NATO zu suchen. Und deshalb sagen wir: raus aus der NATO. Unser Militär hat in erster Linie die Aufgabe, unsere territoriale Integrität sicherzustellen und im Rahmen einer europäischen Verteidigungsstrategie zu wirken. Als Weltpolizist mögen sich die Amerikaner versuchen, als Unterdrücker und Bevormunder anderer Völker sollten wir Deutschen nicht zur Verfügung stehen. Die ganze Doppelbödigkeit Ihres Afghanistan-Engagements offenbart sich bei einem näheren Blick auf die Ausrüstungsgegenstände unserer Soldaten am Hindukusch ebenso wie an der Befehlsstruktur der Unternehmung. Was die Ausrüstung angeht, so habe ich schon im März letzten Jahres an dieser Stelle die Defizite klar benannt.
Sie erinnern sich sicher an das Foto des Hauptfeldwebels, das ich hier vom Rednerpult aus Ihnen vorzeigte, auf dem zu sehen war, dass ihm beide Beine in Afghanistan durch eine Landmine weggerissen wurde, weil sein Fahrzeug keine sachgerechte Panzerung aufwies. Und hier komme ich einmal mehr zu Ihnen, Ihrem widerlichen Verhalten, auf der einen Seite den Einsatz politisch zu begründen und auf der anderen Seite den Soldaten nicht die beste Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach widerlich. Das ist Verschwörung und nicht das, was ich hier vortrage. Gerade vor wenigen Wochen hat der Kommandeur der deutschen ISAF-Truppe, Brigadegeneral Jörg Vollmer, eine 150 Punkte umfassende Mängelliste vorgelegt, in der unter anderem folgende Mängel beschrieben werden: mangelnde Mobilität, wenig gepanzerte Fahrzeuge, unzureichender Nachschub. Fazit, Zitat: mit den kommenden Kräften ist eine sofortige und raumgreifende Lageverbesserung in der Region nicht zu erzielen. Zitat Ende. Und weiter ruft der General nach mehr Bundeswehrsoldaten für die Front. Und was tut die Bundesregierung? Sie liefert nach wie vor moderne Rüstungsgüter und auch gerne kostenlos an den Judenstaat in Palästina. Waffensysteme also, von denen unsere Jungs an der Front nur träumen können. Meine Damen und Herren, aus dieser Nummer kommen Sie nicht mehr ungeschoren raus. Das Ganze wird eskalieren. Und wir hoffen dann, Gott bewahre, wenn die ersten 100 Zinksärge mit gefallenen deutschen jungen Männern hier in Deutschland eintreffen werden, dass dann ein Ruck durch Deutschland geht, dass die Menschen den Mut haben werden, gegen ihre Kriegspolitik im Interesse der Vereinigten Staaten von Nordamerika und dem Judenstaat Israel auf die Straße zu gehen. Die Zeit ist längst überreif, das NATO-Bündnis zu verlassen und die Amerikaner ihre verbrecherischen Kriegseinsätze zukünftig auf eigene Rechnung abwickeln zu lassen. Es gab 1949 in der Bundesrepublik Deutschland eine Ohne-Mich-Bewegung gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands gerichtet. Diese Bewegung war damals ein Fehler, wie ich meine, weil es um die unmittelbare Bedrohung unseres Vaterlandes durch den Sowjetbolschewismus ging. Heute geht es nicht um deutsche Interessen. Ja, darum ist die NATO gegründet worden, Herr Ritter. Heute geht es nicht um deutsche Interessen, sondern um ganz andere Dinge. Und deswegen unser Aufruf, raus aus der NATO, kein Blut für Öl, eine Forderung, die jeder, der wirklich für den Frieden ist, uneingeschränkt unterstützen müsste. Dankeschön. Das Wort hat noch einmal Frau Lochner-Boss von der Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Unter dieses Motto der NATO möchte ich auch meine Ausführungen heute Abend stellen. Denn wir dürfen in einem freien, demokratischen Land leben, in einem Land, das vieles zulässt. Aber wir müssen wachsam sein, damit dies so bleibt. Wachsam gegenüber extremistischem Gedankengut, das nichts anderes verfolgt, als uns unsere Freiheit zu nehmen. 60 Jahre wurde die NATO alt, um zu erleben, dass die Nachfolger derer, die ihre Gründung einst mitverursacht haben, sie heute wieder loswerden wollen. Um das kranke Ausmaß der nationalsozialistischen Ideologie hinter diesem Antrag zu verdeutlichen, möchte ich, auch wenn dies in der vergangenen Landtagssitzung bereits an vielen Stellen, vor allem vom Kollegen Herrn Dr. Nisseri, getan wurde, einen Blick zurück in unsere Geschichte werfen. Und ich bin der Auffassung, dass wir uns dafür viel öfter die Zeit nehmen sollten, denn viele Menschen, die sich von der NPD und ihrer Ideologie beeinflussen lassen, tun dies oft nur aus Unkenntnis. Wir sind dazu verpflichtet, ihnen historische Wahrheiten und Zusammenhänge aufzuzeigen. Denn wir stehen für die Menschen in diesem Land. Sie nicht. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Meine Damen und Herren, mit dem 30. Januar 1933 begann für Deutschland das dunkelste und grausamste Kapitel seiner Geschichte.
Kurz nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler löste er sich mit dem Ermächtigungsgesetz von Verfassung und parlamentarischer Kontrolle. Die NSDAP wurde Staatspartei und kontrollierte mit ihren Gliederungen das politische und gesellschaftliche Leben. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.